Hi, Sali, Patrick Berger von Sport1. Du bist gestern angereist. Zunächst erstmal die Frage, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich glaube, das hat jeder mitbekommen. Ich bin einen Tag später angereist. Ich habe im Training Pressschlag, unangenehme Stelle. Und das haben wir sicherheitshalber mal untersucht, aber es geht bergauf. Das heißt, du kannst jetzt wieder voll einsteigen ins Training? Ja, wie gesagt, das zeigt sich jetzt die Tage. Heute mache ich noch individuell, aber ich denke, in naher Zukunft werde ich einsteigen. Ja. Der Trainer Edin Terzic hat gesagt, dass du der Klimmzugkönig bist. Wie viel kannst du denn machen? Ja, wie viel ist noch offen, ist die Frage, aber ich denke, da bin ich ganz weit oben. Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, 20 gemacht. Sehr gut, bist auf jeden Fall fit. Von mir auf jeden Fall noch die Frage, bist jetzt natürlich gerade dabei, auch in diesem Umbruch mitzuwirken und dich so ein bisschen einzufügen, auch in die Mannschaft. Der Konkurrenzkampf auf den Positionen ist natürlich auch hoch. Wie bewertest du ihn und was sind deine Ziele für die Zukunft, für dich persönlich auch? Ja, meine Ziele sind es ganz klar, so viel spielen zu können, wie es geht. Es hängt an meinen Leistungen. Ich glaube, wenn ich meine Leistungen abrufe, habe ich große Chancen zu spielen. Der Rest, denke ich, kommt von alleine. Natürlich ist der Konkurrenzkampf sehr weit oben. Ich glaube, das ist normal bei so einem großen Verein. Aber wie gesagt, das nehme ich an und versuche, meine Leistung auf dem Platz abzurufen. Sali, erstmal hallo, Kevin Pinnow von den Ruhrnachrichten. Du hast dich für Borussia Dortmund entschieden, kommst von einem Verein, der sehr emotionsgeladen ist mit dem 1. FC Köln. Erlebst jetzt hier in Dortmund das Gleiche. Was waren so die ausschlaggebenden Gründe für den BVB am Ende? Ja, die ausschlaggebenden Gründe sind natürlich die sportlichen Gründe. Dass der BVB ein großer Verein ist, steht außer Frage. Ich glaube, der Verein hat viel vor, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. Und ich glaube, das reizt einen Spieler persönlich selber. Es ist ein großer Verein mit sehr, sehr großen Fans, sage ich mal. Und ja, wie gesagt, ich freue mich einfach auf die Zukunft und werden wir sehen, was passiert. Wenn du dir in einem System eine Position aussuchen dürftest, die du jetzt auch bei Borussia Dortmund bekleidest, wie würdest du die Rolle beschreiben? Beim System bin ich sehr offen, muss ich sagen. In der Vergangenheit hatte ich auch sehr, sehr viele Positionen, sage ich mal. Aber ich glaube, wenn ich auf der 6 spielen könnte oder spielen werde, fühle ich mich da schon sehr wohl. Und wie würdest du die Rolle interpretieren? Es gibt ja verschiedene Spielertypen auf der 6. Also ich vom Spielertyp, ich glaube, das müsste im Moment jeder auch kennen, bin ich eher der Abräumer, aber auch verteile gerne die Bälle in die Offensive. Ja, Sali, hallo, Marian von Funke. Da wollte ich nochmal anknüpfen. Also man sagt ja, dass du Dortmund wieder so eine gewisse Härte im Mittelfeld verleihen kannst. Siehst du das auch so? Ist das deine Stärke? Ja, auf jeden Fall. Also ich scheue mich wirklich vor keinem Zweikampf. Da gehe ich rein. Egal, ob ich mich jetzt verletze oder der andere. Also da habe ich keine Angst vor. Und wie gesagt, sowohl Zweikampf, aber auch spielerische versuche ich dann der Mannschaft weiterzuhelfen. Ihr habt ja in Köln auch teilweise sehr hoch gepresst, habt sehr hoch angegriffen. Das ist ja was man sich in Dortmund sicherlich auch sehr gut vorstellen kann. Ist das also ein Vorteil für dich, dass du das schon kennst und dass du also ja so eine Art Fußball zu spielen daher kennst und dann halt auch als Abräumer vielleicht der Mannschaft gut helfen kannst? Ja, auf jeden Fall. Also in Köln haben wir damals sehr, sehr offensiv Fußball gespielt, viel in Gegenpressing gegangen. Ich glaube, wie gesagt, mein Spielstil, denke ich, wird der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen. Hallo, grüß dich. Das eine ist ja die Gewöhnung an neue Mitspieler. Das andere, wie du schon gerade gesagt hast, Borussia Dortmund ist ein großer Verein, ist auch so ein bisschen die Gewöhnung an den Druck, der da vielleicht höher ist als auch in Köln und an Erwartungen der Fans. Wie hast du dich darauf vorbereitet oder kann man sich darauf vorbereiten? Ja, ich glaube, wenn man jetzt von einem kleineren Verein kommen würde, wie jetzt nicht Köln, glaube ich, ist das schon große Umstellung. Natürlich ist sowohl medial als auch von den Fans hier ein gewisser Anspruch, sage ich mal. Aber ich persönlich muss mich jetzt nicht dran gewöhnen. Natürlich werden auch schwere Zeiten kommen, aber ich glaube, die Kunst liegt dabei, die schwere Zeiten dann zu guten Zeiten zu machen. Und ich glaube, da sind wir von der Mannschaft, vom Mentalen her sehr weit oben. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit du verfolgst das auch, wie Borussia Dortmund letzte Saison gespielt hat. Da gab es sehr viele Gegentore. Ist ja nun ein Kernpunkt auch, die Gegentorflut so ein bisschen einzudämmen. Da kommt der Position vor der Abwehr, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Bedeutung zu. Hast du da mit Terzic vielleicht auch schon mal drüber gesprochen, wie deine Rolle da aussehen könnte? Wir haben als Mannschaft darüber gesprochen und wir haben gesagt gehabt, dass wir offen und ehrlich keine Geschenke verschenken wollen. Wir sind nicht dazu da, um irgendwem Punkte zu schenken oder sei es jetzt auch in der Vorbereitung. Und das ist einfach unser Ziel, dass wir versuchen,
ja, die Null zu halten. Und wenn man die Null hält, glaube ich, kann man kein Spiel auch verlieren. Sally, nochmal zu dem neuen Club und so weiter. Jetzt gibt es ja Spieler, die auch in frühester Kindheit schon mal eine Stadt wechseln und so weiter. Das kann man von dir jetzt nicht sagen. Du warst immer in Köln, kölscher Jung, gehst jetzt tatsächlich in eine andere Stadt. Ist jetzt nicht super weit weg, das weiß ich auch, aber inwieweit ist das für dich persönlich schon auch was Neues und eine Herausforderung? Und mal weg von medialem Druck und so weiter um Dortmund herum, weil so ein Umzug in eine andere Stadt ist ja schon was. Doch, nee, das macht mir jetzt keinen Druck oder ist jetzt nicht anders für mich. Ich glaube, da bin ich vom Kopf her schon so weit, dass ich da wirklich klar bin. Mein Ziel war es, vor der Vorbereitung meine Wohnung fertig zu machen, weil ich danach keine Lust hatte, um ehrlich zu sein, da irgendwas einzurichten. Ja, das habe ich geschafft und jetzt bin ich einfach froh, dass es losgeht. Okay, auch alle Lampen schon dran, Bilder alle hängen. Lampen schon dran, ja. Oh, Wahnsinn. Okay. Hallo Sally, Jonas Ortmann vom Bild. Ich wollte mal gerne fragen, noch mal auf die letzte Saison vielleicht ein bisschen eingehen. Das war ja für dich eigentlich nur ein Aufwärtstrend. Ich erinnere mich noch ganz gut, weil ich auch vergangenes Jahr in Köln kurz war. Da war so ein bisschen die Umbruchphase. Am Anfang war es ein bisschen schwerer, dann bist du zum absoluten Leistungsträger eigentlich, hast dich dahin entwickelt. Und wann kam dann so ein bisschen der Kontakt zu Borussia Dortmund zustande? Also wie kannst du mal so ein bisschen die letzte Saison für dich aus deiner Sicht so ein bisschen skizzieren? Ja, wann genau kann ich es jetzt nicht persönlich sagen. Ich glaube, mir war es einfach wichtig, die Saison gut zu Ende zu spielen, vor allem einen guten Abschluss mit Köln zu haben. Und anschließend ja, kam der Kontakt mit Borussia Dortmund und das war immer mein Top-Favorit Nummer 1. Ich glaube, das habe ich auch meinem Berater gesagt gehabt. Also wenn es Dortmund ist, dann soll es Dortmund sein auf jeden Fall. Und ja, die Gespräche liefen gut und dann habe ich mich für Dortmund entschieden. Gab es denn in der vergangenen Saison so einen Punkt, wo es dann nach oben ging, auch in der Leistung, in der Mannschaft in Köln, dass du dich auch festgespielt hast? Dann gab es so einen Punkt oder eine Situation, die das Ganze so ein bisschen beschleunigt hat? Ich glaube, es gab einen Punkt, das war auch generell für die Mannschaft, glaube ich, dieser Punkt, an dem wirklich unsere Leistungen explodiert sind. Nicht nur meine, aber auch von dem ganzen Team, auch von den Fans. Ich glaube, das war das Derby-Sieg gegen Gladbach damals. Das 4:1 heim. Ich glaube, das war wirklich so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir mit diesem Fußball jetzt weiterspielen, kann das eine gute Saison werden. Der Club bleibt emotional und der Trainer bleibt auch emotional. Wie erlebst du jetzt Edin Terzic, nachdem du vorher unter Steffen Baumgart gespielt und trainiert hast? Ja, Edin Terzic und ich glaube, Steffen Baumgart kann man jetzt nicht vergleichen. Ich glaube, Steffen Baumgart ist da sehr, sehr ich sag mal, selten sowas, so einen Trainer da auf der Seitenlinie zu haben, der da marschiert, selbst mit uns marschiert, glaube ich. Ja, Edin Terzic ist da etwas anders, aber ich finde, dass er diese Beziehung zwischen Trainer und Spieler auch sehr, sehr gut kann. Ich glaube, der weiß sehr gut, wie sich der ein oder andere Spieler in Menschensituationen fühlt und ich glaube, ja, sowohl fußballerisch als auch taktisch, glaube ich, kann man da auch nichts sagen. Wie packt ihr euch an? Gibt es irgendwie besondere Rituale oder irgendwas, was dich beeindruckt hat, überrascht hat? Beim Terzic jetzt? Edin, ja. Ja, wie gesagt, es ist noch früh da irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, aber ich glaube, wie gesagt, die Beziehung oder generell dieses Staff und Team ist einfach so nah beieinander, dass man wirklich, selbst wenn man Probleme hat, immer wieder hochgehen kann und über alles reden kann und ja, wie gesagt, man sich fühlt wie eine Familie. Jetzt bin ich auch schon eine Woche hier und ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass ich fremd bin, sage ich mal. Also ich fühle mich direkt wohl und ich glaube, das ist für einen Spieler auch sehr, sehr wichtig.